Abend. Herzlich willkommen zu Live aus dem Schlachthof. Wir fangen die heutige Sendung völlig brutal an, und zwar geht es um brutale Kinofilme. Und wenn ihr gedacht habt, dass der Schwarzenegger, der Rambo, der Robocop schon das 9+Ultra waren, dann habt ihr euch getäuscht. Es gibt Filme, die sind so brutal, dass sie entweder verboten sind oder, wenn sie laufen, sie von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt werden. Das ist in München in letzter Zeit ein bisschen öfters vorgekommen, nur damit wir wissen, worüber wir reden. Es sind so Filme, da gibt es so Szenen, da wird eine zuckende Gestalt skalpiert bei lebendigem Leibe oder ein Mädchen wird von hinten erstochen und man sieht dann in Großaufnahme die nackten Brüste und von hinten kommt dann wirklich so in Zeitlupe das Messer durch mit einem Blutschwall Leinwand füllend. Um solche Filme geht es. Einer, der sich mit solchen Filmen sehr gut auskennt, ist der Rainer Stephan. Der Mann ist auch Veranstalter des Fantasy-Filmfestes. Beschlagnahme, das klingt so nach Zensur. Ist es das? Also das Problem ist, glaube ich, dass die paar Filmchen, die jetzt beschlagnahmt wurden, eigentlich erst einmal Filme sind, die sowieso kaum den Weg ins Kino finden. Also das ist hier in München in kleinen Kinos passiert. Das sind kleine, schmutzige Filme. Aber meiner Meinung nach... Sie sind schon schmutzig. Sie sind sicher schmutzig, also das wird auch überhaupt niemand bestreiten. Sie sind in dem Fall von Maniac, was du gerade erzählt hast, sind sie auch schlecht. Aber das Problem ist halt, ob man solche Filme jetzt beschlagnahmen darf oder ob sie wirklich... Ich meine, bei einem Bild radiert man auch nicht raus, was einem nicht gefällt. Und ich meine, es ist auch witzlos jetzt zu erzählen, da ist die und die Szene drin, weil es geht um den ganzen Film. Und es ist... Maniac ist ein Film über einen geisteskranken Mörder. Und er zeigt halt wirklich, wie scheußlich Morden ist. Es ist ein Film einfach zum Kotzen. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist Kunst und die bestehen darauf, das sehen zu wollen. Meinst du, man kann jemanden, der erwachsen ist und sagt, ich möchte jetzt unbedingt Maniac sehen, sagen, nein, das darfst du nicht sehen? Also da gibt es zwei Unterschiede. Einmal ist die Videokassette und natürlich das Kino. Also wir reden jetzt hier nur vom Kino. Also im Kino, finde ich, darf alles laufen, was ab 18 Jahren, was ein Erwachsener sehen will, also jetzt mit Ausnahmen wie Kinderpornografie oder irgend so ein Kram. Aber wenn es jetzt um gewalttätige Filme geht oder auch um erotische Filme oder so, finde ich, kann kein Erwachsener einem Erwachsenen vorschreiben, was er sich anschauen darf. Warum nicht? Weil erstens mal haben wir in Deutschland schlimmste Erfahrungen mit der Zensur gemacht in den 30er Jahren. Und wenn man sich so die Liste der zensierten Filme anschaut, von den 20er Jahren bis heute, 20, 30 Jahre später waren halt viele dieser verbotenen Filme große Kunstwerke. Es wird sicher nie mit Maniac passieren, aber es wird mit einigen Sachen, die Gefahr der Willkür ist einfach da. Ne? Also es ist Zensur, weil du von Zensur... Also bei Maniac ist es eindeutig Zensur für mich. Der Staatsanwalt, der den Film beschlagnahmt hat, dessen Chef sitzt hier, Oberstaatsanwalt am Oberlandesgericht in München, Herr Dr. Krapf. Zensur, ist es das? Also da muss man doch zunächst mal den Begriff klarstellen. Um Zensur im rechtlichen Sinne handelt es sich sicherlich nicht. Zensur im rechtlichen Sinne würde bedeuten, dass der Staat, in welcher Erscheinungsform auch immer, Presseerzeugnisse, darunter fallen im weiteren Sinn auch andere Medienprodukte wie Filme, Videokassetten oder Ähnliches, sich sozusagen vorweg zur Begutachtung vorlegen lassen würde, prüft, ob der Film verbreitet werden darf und dann sagt ja oder nein. Ihre Männer sind ins Kino gegangen, haben die Eintrittskarte gezahlt, sich das ganze Ding reingezogen und haben dann gesagt nein. Das ist heißt, also keine Zensur. Das heißt, es war keine Zensur, der Film kam frei zur Verbreitung und meine Mitarbeiter haben dann den im Kino laufenden Film auf seine Tatbestandsmäßigkeit, in dem Fall ging es ja um Gewaltdarstellung, überprüft und haben diese bejaht. Das ist verboten, Gewalt im Kino, oder? Die Verbreitung von gewaltdarstellenden Filmen im Sinne des Strafgesetzbuches wohlgemerkt, also nicht jeder gewalttätige Actionfilm oder Ähnliches, aber gewaltdarstellende Filme im Sinne des Strafgesetzbuches sind verboten, also deren Verbreitung auch im Kino. Im Sinne des Strafgesetzbuches, da reden wir gleich noch drüber, aber wieso wollen Sie mir jetzt, also ich bin 24, ich gehe zum Kino, ich will mir so einen blöden Film anschauen, wieso wollen Sie mir erzählen, dass ich das nicht darf? Das ist natürlich eine Frage, die Sie eigentlich nicht an mich, sondern an den Gesetzgeber richten müssten. Aber Sie sind ja jetzt das Gesetz stellvertretend. Ja, ich wende das Gesetz an, beziehungsweise ich bin aufgrund des Legalitätsprinzips als Staatsanwalt gehalten, das Gesetz anzuwenden. Aber vielleicht können Sie es mir ja trotzdem erklären. Ja, ich kann nur sagen, unser Gesetzgeber hat in dem Fall, in dem Paragraphen 131 des Strafgesetzbuches,
die Entscheidung getroffen, dass Filme, die gewaltdarstellend sind, die also über die normale Action, über die normal gezeigte Gewalttätigkeit in vielen Filmen, Krimis, Western, Fantasy-Filme oder wo auch immer, hinausgeht, dass diese generell verboten sind, auch die Verbreitung an Erwachsene. Warum? Wie gesagt, es ist nicht, dass ich also hier kneifen will, aber ich kann nur noch mal betonen, es ist eine Grundentscheidung des Gesetzgebers. Naja, klar, aber warum gibt es denn dieses, also was können Sie sich vorstellen? Wollen Sie mich schützen davor, dass ich was sehe, was mir schaden könnte, oder? Der Gesetzgeber ist bei seiner Entscheidung ganz offensichtlich davon ausgegangen, dass Filme, die eine derartige Qualität an Gewalttätigkeiten, wenn Sie so wollen, an Grausamkeiten, an Unmenschlichkeiten aufweisen, dass die von dem generellen Recht der Pressefreiheit, also Pressefreiheit wiederum im weitesten Sinn, darunter fallen, wie ich schon erwähnt habe, alle Medienprodukte, auch Kino, nicht mehr grundgesetzlich geschützt sind. Das heißt also, dass diese Filme nicht mehr verbreitet werden kann, und es ist sicherlich der Grundgedanke des Grundgesetzes dahinter, dass das Recht des einen aufhört, wo das Recht des anderen anfängt. Und der Gesetzgeber ist offensichtlich auch davon ausgegangen, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung sicherlich von solchen Filmen geschützt sehen will. Aha, das wollte ich hören. Schön. Wir schauen uns jetzt mal einen Ausschnitt aus einem solchen brutalen Film an. Maria, da hat mir das gegeben, um dich klar zu machen. Und dann darf ich Lola mit Ella. Du willst also, dass ich Sailor den Regen wegknalle? Ja. Zwischen die Augen? Ja. Falsch. Es ist immer besser, die Pistole am Hinterkopf anzusetzen, quer durchs Hirn und vorn bei der Nase wieder raus. Die Folge sind irreparable Schäden am Gehirn. Hör auf, Mann! Und als Nächster bist du dran. Du! Du! Das ist eine Attrappe. Wie du. Du Blödmann. Also gut. Warum kommst du nicht rüber zu mir, du Feigling? Damit ich dir das verdammte Grinsen aus der Fresse prügle. Okay. Stehen bleiben, ihr verdammten Schweine! Hier spricht die Polizei! Hände hoch oder ich schieße! Ja, die Szene geht eigentlich so weiter, dass der sich auf sein Gewehr abstützt und dann schießt er sich selber den Kopf weg aus Versehen. Da sind wir ganz bewusst rausgegangen. Manche werden sich jetzt denken, das war doch nicht Maniac oder irgend so ein Film. Recht gehabt, das war ein Ausschnitt aus Wild at Heart, und dieser Film ist frei ab 16 und läuft überall in den Kinos. Ich habe den ganzen Film gesehen und ich war sehr froh, dass ich vorher nichts gegessen hatte, weil da wirklich Brutalität da ist, die mir persönlich ein bisschen zu viel war, obwohl ich also nicht gerade jetzt prinzipiell dagegen eingestellt bin. Herr Dr. Krapf, warum wurde dieser Film zum Beispiel nicht beschlagnahmt? Wild at Heart von David Lynch. Dieser Kinospielfilm, den ich selber angesehen habe, erfüllt, man kann fast sagen, eindeutig nicht die Voraussetzungen der entsprechenden strafrechtlichen Bestimmungen. Selbstverständlich enthält dieser Film eine erhebliche Reihe von Gewalttätigkeiten, die aber in ihrer Ausprägung, wie sie in diesem Film gezeigt sind, nicht die Anforderungen, kann man sagen, die die obergerichtliche Rechtsstellung an die Gewaltdarstellung stellt, bringt. Es wäre, wenn ich das kurz noch ausführen darf, es wäre zum Beispiel hier erforderlich, dass nicht nur, wie wir gerade eben an den Ausschnittsbeispielen gesehen haben, der Beginn und das Ergebnis der Gewaltdarstellung gezeigt wird, das ist durchgängig in dem Film Wild at Heart der Fall, sondern sozusagen, ich meine das jetzt bewusst, in Anführungszeichen genüsslich die Gewalt in allen Einzelheiten wiedergegeben wird. Okay. Wie Sie eingangs schon erwähnt haben, wenn man sieht, wie zum Beispiel das Messer dann
durch den Körper dringt und an der anderen Seite wieder zum Vorschein kommt. Es gibt zum Beispiel eine Szene in Wild Heart, ganz kurz noch, wo einer die Hand verloren hat und dann mit diesem Stummel die andere einen Teil der Hand sucht. Und das ist also wirklich sehr, den sehr anderen Teil rot. Der Hand hat einen Hund im Maul. Denn also der trägt ihn dann weg. Also was will uns diese Szene sagen, außer dass Gewalt ist? Also was diese Szene vermitteln soll, das könnte wahrscheinlich am besten der Filmemacher erklären. Ja. Ich kann es nicht erklären. Aber es ist okay für Sie. Das ist natürlich sicherlich nicht okay und es geht auch bei der Frage, ob ein Film strafbar ist oder nicht, um meine private Meinung, sondern es geht darum, ob der Gewaltdarstellungsbegriff erfüllt wurde. Und das wurde in diesem Film nicht. Zum Beispiel auch die Szene mit der Hand ist ähnlich filmtechnisch aufgebaut. Man sieht sozusagen den Beginn. Was also passiert, damit die Hand verloren geht und dann sieht man die verlorene Hand. Aber den, ja, genau, und auch den Stummel, wo sie weg ist. Aber bloß nachgefragt, Rainer, du bist ja jetzt einiges gewöhnt, weil du ja die Horrorfilme, von denen wir vorhin gesprochen haben, auch gesehen hast. Hast du Wild at Heart zum Beispiel gesehen? Ja, also ich hab Wild at Heart dreimal gesehen. Und also einmal in Cannes, die Originalfassung, und dann war ich also auch gespannt, was die Deutschen draus machen, weil ich also vermutet habe, dass der Film radikal beschnitten wird. Davor hatte auch der Verleih Angst. Und dann wurde er halt als Kunst eingestuft und dann ist ihm nichts passiert. Also er wurde nicht beschnitten? Nein, nein, und er ist ja auch ab 16 frei, was eigentlich eine Fehlentscheidung ist. Also ich finde, er müsste ab 18 sein, weil ich war danach also auch total deprimiert und niedergeschlagen. Zu der Alterseinschränkung kommen wir dann auch und Einschätzung 16, 18. Ich wollte vorhin noch was dazu sagen, ganz kurz zu dem, was zuerst gesprochen wurde. Ich glaube, ein Problem hier ist, dass man in Deutschland meint, man kann so viel Morde und Gewalt in einem Film zeigen, wie man will, solange man nicht zeigt, wie scheußlich das Morden ist. Das heißt, in einem Western können 500 Indianer abgeknallt werden und der Film ist ab 12 und alles freut sich. Wenn aber jetzt in einem Psychothriller oder so ein Mörder 5 Leute umbringt und man alles im Detail darstellt, ist es plötzlich Gewaltverherrlichung. Wenn aber Schwarzenegger in Total Recall 150 Leute abknallt, allein 70 sterben auf einer Rolltreppe, dann klatscht das Publikum im Kino und freut sich, wenn am Schluss dem Bösewicht erstmal die Hände abgequetscht werden und so weiter, klatscht alles und ein paar Millionen Leute sehen den Film. Und so Warum klatschen dann da die Leute? Woran liegt es? Das frage ich mich auch, weil es Humor ist. Also weil es so die ganze Gewalt meiner Meinung nach so witzig serviert wird, wie auch bei James Bond, und die Identifikationsfiguren einfach die falschen sind. Das heißt, James Bond ist der positive Held, der darf die Leute abknallen. Wenn aber jetzt ein Psychopath wie ein Maniac 5 Leute umbringt, dann muss der Staatsanwalt den Film beschlagnahmen. Und da, finde ich, liegt die ganze Schizophrenie in Deutschland. Also du findest Die Kriterien der Staatsanwaltschaft sind deiner Meinung nach falsch angelegt. Ja, weil sie den ganzen Zynismus nicht erkennen, der in diesen populären Gewaltfilmen drinsteckt, wo man zwar die Details, obwohl in Total Recall sieht man mehr Details als in Maniac, aber in der Regel bei James Bond. Wie ist es denn mit James Bond? Ist das, also das ist ja, können Sie das nachvollziehen, was der junge Mann sagt? James Bond-Filme, soweit ich sie kenne, das beschränkt sich im Wesentlichen auf den Hauptdarsteller Sean Connery, das sind also wohl alles ältere Filme dann. Es gibt auch ganz neue. Die kenne ich leider nicht, ja, aber die älteren James Bond-Filme, und soweit ich informiert bin, sind die ja so ziemlich alle nach demselben Strickmuster gedreht. Ja. Mhm. Und soweit mir diese Filme bekannt sind, kann man bei den James Bond-Filmen zweifelsfrei sagen, eine Strafbarkeit im Sinne des Strafgesetzbuches steht hier nicht in Rede. Die andere Frage ist, und da möchte ich meinem Vorredner unbedingt beipflichten, dass der Gesetzgeber gegebenenfalls im Interesse des Jugendschutzes hier zum Beispiel die Indizierungs- oder Beschränkungsmöglichkeiten ausweitet. Das kann ich nur unterstreichen, aber wie gesagt, ich als Staatsanwalt muss von der jeweils geltenden Rechtslage ausgehen, was ich persönlich für begrüßenswert halte oder nicht, das zählt nicht. Mhm. Ein Filmkritiker tut sich da leichter. Also um das festzuhalten, die Gewalt ist dann in Ordnung, wenn man es nicht im Detail sieht, wenn es nicht genüsslich ist, wenn es nicht verherrlicht wird oder verharmlost. Also die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Gewalt nie in Ordnung ist, aber wir sprechen ja gerade von darstellender Gewalt in Filmen oder Ähnlichem. Und da müssen wir uns an den Buchstaben des Gesetzes halten. Okay. Da gibt es noch die freiwillige Selbstkontrolle. Das ist auch eine Instanz. Man könnte sagen, jeder Film, der für Jugendliche und Kinder gezeigt werden will, soll, muss vorher zur freiwilligen Selbstkontrolle und kriegt da eine Auflage ab 6, ab 12, ab 14, ab 16, ab 18.
Der Reinhard, jetzt haben wir einen, den muss ich erst vorstellen. Joachim von Gottberg ist der Mann, den böse Zungen den Oberzensor nennen in der Bundesrepublik, weil er der Vorsitzende des Arbeitsausschusses ist bei der freiwilligen Selbstkontrolle. Der Reinhard hat jetzt gerade gesagt, David Lynch ab 16 findet er eigentlich nicht in Ordnung, müsste ab 18 sein. Wieso ist er dann ab 16? Wenn ich den Ausschnitt nehme oder die Ausschnitte nehme, die Sie vorhin gebracht haben, und wenn ich höre, was Sie über den Film berichten, dann stellen Sie meines Erachtens den Film auf den Kopf, weil Sie von einem Anteil von vielleicht, sag mal, 10% Gewaltszenen im Film dieses 10% bringen, aber eben über die 90% anderen Szenen, zum Beispiel die Schlussszene, in der der ganze Film praktisch ins Lächerliche, ins Skurrile gedreht wird, die verschweigen Sie natürlich, verständlicherweise. Warum geben wir den Film ab 16 frei? Weil wir der Meinung sind, dass Jugendliche mit 16 Jahren in der Lage sind, intellektuell, sie verstehen den Film, in der Lage sein müssen, diese Szenen entsprechend einzuordnen. Es ist nicht unsere Aufgabe, dem Regisseur vorzuschreiben, wie er seine Filme dreht. Das ist seine Sache. Und wenn das Publikum, das heißt 16-Jährige, unserer Meinung nach in der Lage sind, die Gewalt richtig einzuordnen, festzustellen, dass es nicht darum geht, diese Gewalt nachzumachen, die Gewalt positiv zu sehen, sondern sie ist ja ganz furchtbar eigentlich. Wir gehen ja nicht aus dem Film und sagen, wie toll, dass der Film mal schön Gewalt dargestellt hat. Aber das würde hat. Bei Rambo doch passieren. Da finden wir es alle toll, weil er die Richtigen abknallt. Ja, genau, das ist Rambo auch ab 18 freigegeben und nicht ab 16. Das heißt, hier muss man unterscheiden, wir wollen bei der FSK keine Zensur ausüben, sondern wir wollen die Wirkung prüfen. Wir wollen prüfen, ob durch das Ansehen eines Filmes beim Jugendlichen der Eindruck entsteht, Gewalt sei etwas ganz Tolles, Gewalt sei erlaubt, Gewalt könne man einsetzen, um Konflikte zu lösen. Das genau passiert eben bei Wild and Hard nicht. Gewalt wird zwar eingesetzt, aber meines Erachtens mit dem Ziel, um zu zeigen, wie sie entsteht und wie furchtbar sie ist. Kein Mensch würde sagen, Gewalt ist toll nach dem Film. Mich würde trotzdem interessieren, wie man die Wirkung prüft, weil ich auch diese David Lynch-Filme gesehen habe, auch viele davon. Und ich war dennoch schockiert, auch wenn Sie mir sagen, im Gesamtzusammenhang hätte ich nicht schockiert sein dürfen. Also das ist wie wenn ich sage, ich kenne 16 Jahre einen guten Freund und dann wird er erschossen und sagt, ja komm, die eine Sekunde brauchst jetzt nicht so geschockt sein, leg es um auf die 16 Jahre, die er gelebt hat. Ja, sicher. Also irgendwie, verstehen Sie, der Moment schockiert mich. Ja, meines Erachtens verwechseln Sie hier Schockieren und Wirkung. Wenn ich von einem Film schockiert bin, dann hat das für mich eine persönliche Wirkung, die auch vorbeigeht, ich kann damit umgehen und so weiter. Wirkung sehen wir dann als negativ an, wenn Sie eben nicht schockiert sind, weil Sie die Gewalt eben als etwas Harmloses empfinden, wie in den Schwarzenegger-Filmen. Warum empfinden die Leute dort die Gewalt als harmlos? Weil sie durch den Film, durch die Dramaturgie, durch die Gefühlslage, die der Zuschauer nach dem Film erreicht, das Gefühl haben, das ist in Ordnung, wenn der eins auf den Hut kriegt. Der muss richtig fertig gemacht werden. Bei Rambo zum Beispiel ist der ganze Film nur darauf angelegt, dass Rambo sich zum Schluss rächt, und zwar mit der Sympathie des Zuschauers. Und deshalb sind sie nach Rambo weniger schockiert. Bei David Lynch ist das was anderes. Die Gewalt ist so furchtbar, dass sie am Ende des Films so denken, wie kann sowas passieren? Warum dreht man sowas? Wie kann sowas eingesetzt werden? Aber es ist doch nun wirklich nicht so, dass ein 16-Jähriger nach dem Film denkt, wie toll ist Gewalt, könnte ich auch mal versuchen. Apropos 16-Jährige, gibt es eigentlich Jugendliche in ihren Gremien bei der freiwilligen Selbstkontrolle? Das geht aus verschiedenen Gründen meines Erachtens leider nicht. In Frankreich wird sowas gerade versucht. Allerdings, was wir machen, um festzustellen, wie die Wirkung bei Jugendlichen tatsächlich ist, wir machen hinterher häufig ein sogenanntes Test-Screening. Das heißt, wir laden Jugendliche ein, unterschiedliche Altersgruppen, meistens Schulklassen, die an uns herantreten. Die laden wir ein und sehen den Film mit den Jugendlichen und fragen ihn hinterher, wie sie den Film gefunden haben, wie sie die Szenen verarbeitet haben, ob sie Angst gehabt haben, ob sie glauben, einfach ob sie verstehen, warum der Film wie was gezeigt hat. Und wir versuchen das auf Videokamera aufzunehmen und unseren Prüfern dann regelmäßig vorzuführen, einfach um so einen Eindruck zu entwickeln. Es ist natürlich sehr schwer, sowas genau festzustellen. Haben Sie das bei Hexen auch gemacht? Bei Hexen haben wir das auch gemacht, zufällig mit dem ZDF zusammen in der Sendung Logo. Eine Klasse aus Mainz, eine Schulklasse im Alter von 8 bis 9 Jahren hat sich den Film angeguckt und wir haben dann, eine Kollegin von mir hat dann nach dem Film mit den Jugendlichen, mit den Kindern in diesem Fall ja diskutiert und ich war erstaunt, wie recht rational, wie relativ exakt die Kinder unterscheiden konnten zwischen der Angst, die sie hatten auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch doch sehr genau exakt feststellten, das ist eben Fiktion, das ist eine Geschichte, das ist Fantasie. Lassen Sie uns einen Augenblick bei Hexen bleiben, um nicht jetzt wieder einen ewigen Ausschnitt zu zeigen. Erzähl mal kurz, was vorkommt. Also es ist ein Film, wo ein Junge zu seiner Großmutter nach England kommt. Die Großmutter glaubt an Hexen. Der Junge verliert seine Eltern, kommt deswegen zur Großmutter und dann wird es plötzlich Realität. Also es ist dann ein Hexentreffen irgendwo in einem Hotel, glaube ich. Und die schauen also alle recht gräulich aus, da zerreißt dann auch verschiedene Leute, verdampfen und so Geschichten. Der Film ist frei ab 6 Jahren.
der Held der ganzen Geschichte ist ein Junge, der dann auch in eine Maus verwandelt wird. Und Saskia, du bist Mutter zweier Kinder, 12 und 14 Jahre alt. Ihr wart in dem Film, alle drei, und du hast eigentlich ein ganz anderes Statement bezüglich der Wirkung, was wir hier gehört haben. Ja, also jetzt weniger von meinen Kindern, meine sind ja wie gesagt schon etwas älter, aber das war Sonntagnachmittag, Regenwetter, Eltern gehen mit ihren Kleinen ins Kino. Die erste, was mich stutzig gemacht hat, war ein Schild, da stand drauf, empfohlen ab 12, nachdem in der Zeitung stand, der Film ist ab 6. Geht keiner mehr heim, wenn er mal da ist, oder? Ja, ich habe mir gedacht, komisch, aber man geht rein. Es hat also keine 10 Minuten gedauert, dann sind die Eltern gestorben, der Oma fehlte schon ein Finger und die Kinder fingen an, unruhig zu werden und zu brüllen. Zu brüllen aus Entsetzen? Ja, die haben geweint und man kann mit so einem Kind ja nicht mehr aus dem Kino gehen, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wie meine noch kleiner waren, wenn ich mitten in der Vorstellung rausgehe, wenn es gruselig ist, dann träumen die davon. Das heißt, solche Filme sind immer aufgebaut, dass die gut enden. Das heißt, und man ich kann muss nicht warten, bis das gute Ende kommt, sonst habe ich überhaupt keine Chance mehr. Ja, also das heißt, deine eigene Zensur, dass du sagst, komm, geh mal, würde nicht laufen. Kann man nicht machen. Als Erwachsener gehe ich aus dem Film, wenn er mir einfach zu blöd wird. Wie war denn die Wirkung jetzt bei deinen Töchtern? Nachher also, noch, hatten die Angst, hatten die Schiss? Also meine Kleine war so, dass sie gesagt hat, naja, also so ein Sonntagnachmittagsvergnügen war es nicht. Die ist 12, oder? Die ist 12. Ja. Und die hat dann schon gesagt, das war aber gruselig und so. Und ich glaube, die Masken, das ist es gar nicht so. Aber für kleine Kinder ist die Wirkung, dass die Eltern sterben. Das ist der Bub, der als Maus dann rumläuft, gell? Ja. Oder die Hexe, mit den, die mit zur den Maus Löffeln. Wird, glaube ich. Zum ja, Schluss werden auch noch die ganzen Hexen in Mäuse verwandelt, dann zischt und dampft und was ist denn, also ist es wirklich die Brutalität oder ist es der Spannungsbogen der Kinder so? Ich glaube, der Film ist einfach so aufgebaut, dass ein Kind mit einer Kinderpsyche einfach aus dem Gruseln gar nicht rauskommt. Das heißt, gar nicht mal so die Masken, das kann man ihnen schon erklären, das sind Masken. Aber dieses, dass eben auf die Kinder, die Hexen wollen ja alle Kinder der Welt umbringen. Und die Kinder sind ja praktisch, die identifizieren sich damit. Mit dem kleinen Jungen, das ist so ein Riesenbild und dann meinen die immer, sie sind ja sie selber. Ja. Das heißt, die gehen an dem Abend nicht bedroht. Gern. Die gehen nicht gerne in den Keller an dem Abend ein Bier holen. Mit Sicherheit nicht. Also Sechsjährige ganz bestimmt nicht. Und ich denke mir auch, dass zwischen 6 und 8 eben schon wieder ein Riesenunterschied ist. Wenn eine Klasse zwischen 8 und 10 sich den anschaut, kann die viel weiter sein wie ein sechsjähriges Kind, das gerade in die Schule gekommen ist. Was würdest du denn fordern, dass sowas, weil jetzt wurde ja geschildert, da wurden die Kinder haben darüber diskutiert mit Sachverständigen, was könnte man tun, weil die Gewalt reicht natürlich von dem Bogen Kinderfilm bis hin zu dem Messerstecher, ja. Dass man die Wirkung da besser abschätzen lernt. Was mich wirklich wundert, das ist zum Beispiel diese Abstufung von 6, 12, dann glaube ich das nächste ist 16 und 18. Es gibt nichts dazwischen. Von 6 bis 12, das sind 6 Jahre, da liegen für ein Kind Welten. Die Entwicklung ist da so rabiat, dass man da nicht sagt, der ist ab 8, der ist ab 10, den vielleicht ab 14, dass man da ein bisschen mehr abstuft. Also das ist ein Streit seit langem. Jeder weiß im Grunde, dass die Altersfreigaben bei der FSK nicht der tatsächlichen Wirkung, der tatsächlichen Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen entspricht. Sie haben also auch in diesem Alter gar keine vernünftigen Entwicklungsphasen. Das ist nicht angepasst. Allerdings, das Problem ist einfach ein technisches, sowas zu verändern. Erstmal müsste das der Gesetzgeber, weil im Gesetz die entsprechenden Altersgruppen festgelegt sind. Und das zweite Problem wäre natürlich, dass man also etwa 20.000 Filme, die wir schon freigegeben haben, dann nochmal neu bewerten würde. Das wäre kaum zu schaffen. Aber natürlich werden Sie immer das Problem haben. Sie können jetzt, Sie müssen am besten natürlich 10 oder noch mehr Altersstufen haben. Dann können Sie sehr stark differenzieren. Das ist technisch aber nicht möglich. Es würde überhaupt nicht angenommen in der Praxis. Was sollen Sie denn dann machen als Mutter? Wir können einfach nichts anderes machen, als zu versuchen, etwas zu nivellieren, also vom Durchschnittsjugendlichen in dieser Altersgruppe auszugehen. Unser Problem ist natürlich, hätten wir etwa Hexen ab 12 freigegeben, hätten wahrscheinlich die 10-Jährigen furchtbar auf uns geschimpft und gesagt, ihr macht es nicht möglich, dass wir den Film sehen. Und deshalb müssen wir immer versuchen, uns in der Mitte zu bewegen. Aber in der Mitte von was? Ja, in der Mitte etwa von dem, was in dieser Altersgruppe verstehbar ist, wo also Ängste auftreten können und so weiter. Wobei wir natürlich auf eins achten müssen, sollten wir der Meinung sein, dass etwa für Sechsjährige der Film wirklich schädlich ist, dann würden wir natürlich den Film ab 12 freigeben. Das können ja die Eltern sagen, wenn sie dann nachts ihre Kinder trösten müssen, weil die nicht einschlafen können. Aber was ich noch sagen wollte, mit diesem Altersfestsetzen, das war früher bei mir schon so und ist wahrscheinlich heute nicht anders.
wenn ein Film ab 12 ist und die Kinder sind 10 oder 11, ach, da wollen wir reingehen. Das ist doch einfach ja, Abenteuer. Und die versuchen, wenn sie sich nicht bei der Kasse rausziehen, in einen Film zu gehen, der also dem Alter nicht entspricht. Das heißt, wenn ich jetzt einen Film ab 6 habe und ich schaue mir die kleinen Kinder an, die an der Kasse am Sonntagnachmittag mit ihren Eltern dastehen, dann sind die oft 4 oder 5. Und das muss ja eine freiwillige Selbstkontrolle also auch mitberechnen. Soll man das wie beim Tempolimit machen? Wenn man will, dass die Leute 50 fahren, dann sagt man, ihr müsst 30 fahren. Ja, ich würde von dem Schwächsten ausgehen und nicht vom Stärksten. Ich meine, so He-Man-Kinder, die den ganzen Tag nichts anderes machen als mit so komischen Spielzeug. Also du würdest vom Schwächsten ausgehen und nicht vom Mittel? Vom nicht vom Mittel, ich würde vom Schwächsten ausgehen. Der Rainer wollte noch schnell was dazu sagen. Rainer. Also ich würde gerade jetzt bei so Kinderfilmen und bei... also Hexen ist jetzt kein reiner Kinderfilm, aber so Sachen für Kinder eigentlich mehr an die Eltern appellieren, weil das Problem geht ja nachher im Fernsehen oder so weiter. Dass also, wie es auch in Amerika der Fall ist, dass so eine Freigabe gibt, dass die Kinder nur in Begleitung der Erwachsenen rein dürfen. Weil Hexen, meiner Meinung nach kann dem 10-Jährigen nichts schaden, aber wenn der alleine reingeht oder die alleine reingeht, ist es ganz was anderes, als wenn die Mutter reingeht. Wenn kleine Kinder alleine in Schneewittchen und die 7 Zwerge von Disney reingehen, kreischen die auch, wenn die Hexe sich verwandelt. Genau. Also in dem Moment, wo die Eltern da sind, ist die Sache ganz anders. Und eine FSK-Freigabe ab 6 heißt ja nun wirklich nicht, dass der Film für Kinder ab 6 ist, sondern dass man meint, er ist unbedenklich für Kinder ab 6. Aber das geht ja bei jedem Alter los. Wenn meine Kinder jetzt, die halt wie gesagt 14 und 12 sind, wenn die sich jetzt einen Film angucken wollen, die sind ja nicht daran interessiert, mit mir ins Kino zu gehen. Naja, bei 14 glaube ich, ist es auch nicht mehr so. Die wollen mit ihren Freundinnen gehen und ich als Elternteil, ich habe doch gar keine andere Möglichkeit, als zu sagen, hol die Zeitung, was ist das für ein Film, ab wann ist der freigegeben? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine mit 14 in so einen Film geht, wie das Wild at Heart, dann... Mit 16. Ja, aber wenn die heimlich da reingeht, die kommen ja zum Teil rein, die sind ja heute entwickelt oder vielleicht dann halt in einem Jahr, die wird jetzt 15, das dauert nur ein Jahr. Ja, aber ich meine, darum geht es jetzt nicht, dann können wir wieder diskutieren, Wild at Heart ab 18 ist vielleicht auch wirklich sinnvoller, aber ich glaube, man darf nicht und das ist bei uns auch diese Diskussion mit den Videokassetten und so weiter. Man darf nicht die Verantwortung jetzt irgendeinem Gremium zuschieben, sondern die Verantwortung liegt bei den Eltern. Wozu hat man es dann? Nein, also verantwortlich sind die Eltern, was sich gerade die Kleinkinder, ein 6-Jährige oder ein 8-Jährige im Kino oder im Fernsehen anschaut und nicht die Kinder. Weil die Kinder sind neugierig und wenn sie Hexen lesen und das haben die Muppets-Leute gemacht, wollen sie das sehen. Noch ein Statement dazu. Ja, ich möchte nur eins sagen, wenn man glaubt, die FSK oder sonst irgendein Gesetz könne vermeiden, dass jemand, für den der Film nicht freigegeben ist, ihn dennoch sieht, da brauchen wir eine totalitäre Gesellschaft und die wollen wir hoffentlich alle nicht. Das kann man einfach nicht verändern. Vielleicht ist es auch diese Balance zwischen wirklich von außen einschätzen, von oben und dass Eltern da auch sich vielleicht wirklich mehr darum kümmern.